Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pinewood Drive. Es gab mal wieder ein Update. Da wurde eine russische Sprache hinzugefügt. Wir sind jetzt bei Tag 16. Und mal gucken, was uns heute so erwartet. Ich habe das Spiel jetzt circa über eine Woche nicht mehr gespielt, deswegen kann es sein, dass ich jetzt ein bisschen schreckhafter bin, dass wir aber jetzt noch nicht hoffen wollen. So, mit Schiff laufen wir, genau. Oh, Batterien haben wir keine, das ist schlecht. Das ist schlecht, so. Da wollen wir mal wohin. Jetzt hängt es wieder ziemlich. Hoffentlich läuft es gleich ein bisschen flüssiger, wenn es dunkel ist. So, hier geht's nach oben. Aber wegen dem Gewitter wahrscheinlich. Okay, wie gesagt, Stromausfall ist ja, ne? Deswegen kann es ruhig ein bisschen donnern. Das kann uns sowas von egal sein. Am Schiffen ist es auch wieder. So, da wollen wir mal ein bisschen spurten. Damit wir hier nicht Szenario für diesen Tag hier brauchen. Ich weiß nur nicht, wie wir zu den neuen Räumen kommen. Hier auf jeden Fall nicht. Irgendwo waren ja hier die ganzen Etagen noch, aber wie man da jetzt hinkommt, das ist jetzt die große Frage. Hier war jetzt auch nichts mehr, ne? Ne, schon alles geholt. Komm, Tür auf. Gehen wir hier raus, weil hier ist ja nichts. So, jetzt wird es so langsam dunkel. Ich bin jetzt froh, dass das hier endlich mal läuft, weil ich habe eine halbe Stunde gebraucht hier. Für die Webcam. Ah, genau, hier wollte ich lang, genau. Oh, da war doch gerade was, ne? Da hat sich daran. Unten rechts, da war doch mal gerade was, oder? Auf jeden Fall, das ist der Friedhof. Jetzt können wir mal die Lampe. Mann, woher kommen denn die ganzen Böckchen? Wie sind schon mal? Okay. Hier haben wir Milch und hier so eine Art Bohneneintopf. Ja, hier gibt es auch nichts Neues, ne? Ne. Dann gehen wir mal hier rein. Obwohl von da kommen wir, ne? Ich habe alles vergessen wieder. Hier geht's nach unten, ja. Oben. Ich glaube, hier oben war nichts mehr. Offen ist eine offene Tür. Schlüssel wieder, weil wir haben hier keinen im Moment. Hier ist hier das Spielzimmer. Hier ist auch nichts. Auf. Haben wir hier schon? Hier waren wir doch gerade, ne? Oder? Ach doch, doch. Hier liegt wieder ein komisches Buch. Sonst ist hier nichts. Wie sieht es hier mit aus? Ein Spiegel. Die komischen Lampen. Mal gucken, wo der Clown wieder ist. Vielleicht begegnen wir den hier gleich wieder. Und er hat gesagt, er begegnet uns, ne? Warte, 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 was? Nein, nur Kerzen. Das Gute ist, durch ein Gewitter, sprich durch die Blitze, ist das hier ja kurze Zeit ein bisschen heller als normal. Das ist gut. Weil Helligkeit können wir gut gebrauchen.
Waren wir hier schon? Ich glaube schon, ne, oder? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Doch, alles klar, dann gehen wir mal nach unten. Hier waren ja viele geschlossene Türen. Hier noch was? Ne. Sie sieht nicht danach aus. Wo lang geht's hier? Aha, okay. Das Schachzimmer, kann man hier noch Schach spielen? Schade, aber auch. Hier geht's, glaube ich, wieder raus. Ach, hier ist noch ein Gang, okay. Ach ne, hier sind mehr reingegangen, ne? Okay. Dann bleiben wir mal lieber hier auf dem Trakt. Na, hier waren wir ja gerade schon, hier war das Schachzimmer. Hier ist das Badezimmer. Schlüssel? Nein. Okay. Was war da draußen? Nein. Okay. Und warum die Lampe immer ausgehen muss. So. Ganz oben waren wir ja schon, ne? Hier waren wir aber auch schon. Okay, gehen wir mal nach unten. Das kann doch nicht Boah. sein. Es sah so aus, als wäre da ein altes Segelschiff auf einen Riff an der Küste gelaufen. Der Erzähler ist echt gruseliger als das ganze Spiel, ey. Schon zum zweiten Mal wegen dem scheiß Erzähler erschreckt, ey. Ich bekomme einen Anfall. Mein Gott, ich bin wahrscheinlich der Einzige, ne? Alle bleiben gut in der Rede und ich direkt voll erschrecken. Kommt doch immer so unerwartet, ne? Alles ist still und dann auf einmal redet der. War da nicht ein Segelschiff da drauf? Ah, der Erleuchtung geht ja endlich. Okay, hat er uns in der letzten Folge ja einen Tipp gegeben. Aus. Ach ne, das qualmt da nur. Ah ne, das ist der Dampfer. Ich glaube, der ist auf Grund gelaufen. Oh, ein Segelschiff und ein Dampfer. Sieht ja geil aus. Kann man hier drauf jetzt hier? Doch, bestimmt. Bestimmt. Oh, hier ist aber auch ein Schiff, das ist da auch noch, ne? Gibt hier nicht die Batterien? Die haben da bestimmt hier Munition. Ne? Kann mir noch keiner erzählen. Und. Nein, okay. Ja, was ist jetzt hier? Hier ist ein Segelschiff, aber kein Dampfer. Da kommt ja gleich die gruselige Dame, noch die Linda, die uns erschrecken soll. Okay. Weil weiter kommen wir nicht, das ist ja Fakt. Gucken wir mal ein bisschen. Vielleicht passiert bestimmt was. Oder ist der Dampfer woanders? Das könnte natürlich auch sein. Aber viel weiter geht's dann nicht, weil hier ist auf jeden Fall der Leuchtturm. Okay. Uhu, kann hier mal was kommen oder passieren oder sonst was? Da kann man hier vielleicht irgendwie mehr. Ne, hier ist Schluss auf jeden Fall. Nein, okay. Dann gehen wir zum kleinen Schiff. Vielleicht ist da eher ein Schlüssel drin. Wo war das noch? Da vorne, okay. Ein Schlüssel. Irgendwas muss hier doch sein. Ach, hier. Wie kann man denn nur so blind sein?
Jetzt ist die Frage, kommt hier noch was oder müssen wir jetzt mit dem Schlüssel ja, versuchen eine neue Tür zu öffnen, einen neuen Raum. Ja, weil hier ist nichts mehr, ne? Ist aber armselig, ne? Einen Schlüssel legen sie hier hin. Aber kein Streichholz oder keine Batterien. Das nenne ich ein bisschen armselig. Jetzt gehen wir mal rein in die gute Stube. Jetzt haben wir ja wieder einen Schlüssel. Vorbei an der Vogelscheuche. Die bewegt sich bestimmt irgendwann mal auch noch, ne? Aber die läuft hier Amok. Ich komme jetzt schon wieder leicht in Krampf in den Fingern, obwohl ich gerade noch nicht lange gespielt habe. Verschlossen. Hier geht's nach oben. Hier, die Falle. Ne? Die war nicht offen, okay. Die Botanik. Verschlossen, okay. Und die hier? Auch verschlossen und die wahrscheinlich auch. Wie lang geht's hier? Okay. Erstmal hier gucken. Verschlossen. Hoffentlich haben wir jetzt keinen Schlüssel übersehen, ne? Das wäre nicht so gut. Gehen wir erstmal nochmal nach oben. Hier waren wir aber auch noch nicht. Hier sind ja irgendwie alles neue Räume. Verschlossen. Verschlossen. Okay. Offen. Ja. Wie sieht es mit dieser Tür aus? Auch verschlossen, okay. Nein, das sieht nicht so aus. Okay. Verschlossen. Ich muss bald aber mal, ne? Verschlossen, okay. Sauber, endlich. Noch ein Badezimmer. Ich dachte da schon, ja, die Toilette wäre voller. Ne, ihr wisst schon. Ach, und hier geht's auch schon weiter. Wow, in der ersten Folge schon geschafft, also in einer der ersten Folgen. Und jetzt mal gucken, wie es weitergeht. So langsam bin ich mir sicher, dass Linda recht hat. Irgendwas stimmt in diesem Haus nicht. Ich höre und sehe immer mehr Dinge, die ich nicht erklären kann.